Mein Name ist Devan Cirkovic, ich bin 22 Jahre alt, Student aus Heidelberg und kandidiere für die Piraten fürs Europaparlament. Meine Schwerpunkte sind Handels-, Außen- und Sicherheitspolitik. In der Geschichte des Internets sind wir mittlerweile von großem Enthusiasmus zu großer Enttäuschung gegangen. Die letzte Etappe in dieser Entwicklung waren die Snowden-Enthüllungen, die auch immer noch weitergehen und große Skepsis und Frustration verbreiten. Das Gleiche haben wir gesehen, sozusagen in einem Zeitraffer im arabischen Frühling. Wir hatten die Twitter-Revolution in Tunesien und in Ägypten, aber auf der anderen Seite auch Syriens Diktator Assad, der mit Hilfe von Chat-Protokollen Menschen gefoltert hat und verfolgt hat, sodass sie letztlich Opfer von der sicher geglaubten digitalen Kommunikation geworden sind. Assad konnte das nur tun, weil deutsche und britische Firmen ihn mit der entsprechenden Überwachungstechnologie ausgestattet haben. Das macht für mich klar, dass Software auch eine Waffe sein kann und wir können es nicht als normale Ware behandeln und müssen daher schärfere Exportregeln festlegen. Die zwei Gesichter zeigen sich überall in der Debatte um das Internet. Und diese Debatte ist geprägt von Extremen. Ich denke aber, dass wir die Katze sozusagen nicht im Sack kaufen müssen, sondern dass wir die Vorteile von digitaler Kommunikation nutzen können, ohne die Nachteile mit ins Paket aufzunehmen. Und das geht über digitale Bürgerrechte. Digitale Bürgerrechte sind sozusagen eine Garantie dafür, dass Nutzer bestimmte Rechte genießen und frei von Gefahren, frei von Verfolgung digitale Kommunikation für sich nutzen können. Geht deshalb am 25. Mai wählen bei der Europawahl und gebt eure Stimme ab. Entscheidet darüber, ob wir auf europäischer Ebene solche Rechte verankern.